ich übergebe mich freiwillig. Sie, Frau Dr. Göttler, ich hätte mal eine Frage, gell? Was gibt's bei Ihnen dieses Jahr zu Weihnachten? Also ich wüsste nicht, was Sie das angeht, ob ich meiner Familie etwas zu Weihnachten schenke. Na, ich meine es rein essenstechnisch. So als Intuition? Ja, wo es auch immer, gell? Also, was gibt's? Heuer am 24. gibt es, habe ich mich für exotisch entschieden. Indisch. Indisch? Hm. Da haben die überhaupt was zum Essen. Mein Mann, lag der gemeine Inder nicht ständig am Hungertuch? Mein Gott. Ja, was auch immer, gell? Klingt zumindest explosiv. Explosiv ist erst die Verdauung danach. Sie meinen wohl exklusiv. Ja, wo sei immer. Also ich nehme an, ein Drei-Gänge-Menü, gell? Ihre Annahme ist richtig. Also erstes Tarkadal. Übersetzt? Linsen. Groß. Linsen? Saufutter! Hey, Frau Doktor, und das zu Weihnachten? Was gibt's denn dann als Hauptspeis? Tikka Masala. Hühnchen. Ein Hinkel. Nee, Mann, das ist das Tikka, gell? Was ist denn das Masala? Eine spezielle Soße. Aha. Und als Nachspeis? Halber Kehler. Ich weiß nicht wissen, was das jetzt ist, gell? Also das perfekte Dinner gewinnen Sie fein nicht damit, gell? Und bei Ihnen Wiener Würstchen? Nein, nein, nichts Ausländisches. Wie geht's, Jan, gell? Das Engelsmahl. Aha, ein Dessert. Und sonst nichts? Na, ganz Blaukrautknödel. Ja, was hat denn das mit Engeln zu tun? Na ja, das hat eher einen syphilitischen Hintergrund. Philosophisch. Wo sei immer, gell? Also stellen Sie einer vor. Ein Gansal, gell? Das ist blütenweiß und fliegt. Oh mein Gott! Ja, genau! Auch Engel sind nur Geflügel! Also, Engelsmahl! Ja, in diesem Sinne, gell? Fröhliche Weihnachten, Frau Doktor! Tito, Frau Schnappinger, da wünscht man sich doch manchmal wirklich das jüngste Gericht. Und mir einer von einer sagen, was Tito heißt. Und überhaupt, gell, unter uns. Bei dem Weihnachtsessen von den Gürtlers, ich möchte jetzt nichts sagen, gell, aber die sind Plätte.